Hallo und herzlich willkommen. Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben, schön, dass Sie wieder dabei sind. Zu meinem heutigen Thema, die schriftliche Abschlussprüfung bei den anästhesietechnischen Assistentinnen und Assistent. Genau, nach der Verstaatlichung hat sich ja hier so ein bisschen was geändert und ich möchte Ihnen ein paar Tipps vorstellen, wie Sie am besten Ihre schriftliche Abschlussprüfung zum anästhesietechnischen Assistenten oder anästhesietechnische Assistentin letztendlich bestreiten. Mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Ja, wenn Ihnen das gefällt, was ich hier so gestalte und Ihnen das zusagt und Sie mich unterstützen möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, damit Sie spannende Themen aus dem Gesundheitswesen zum Thema Ausbildung nicht verpassen. Ja, Kanal abonnieren wäre ein Traum und wenn Sie Kommentare schreiben, werde ich natürlich baldmöglichst darauf antworten. Ja, die Inhalte, die ich hier präsentiere, nach der neuen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung der staatlich anerkannten anästhesietechnischen Assistenz bezieht sich tatsächlich auf die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Somit ist das bundesweit geregelt und auch wenn Sie aus einem anderen Bundesland, ich bin ja hier nun in Niedersachsen tätig, Ihre Prüfung schreiben, ist die staatliche Prüfung überall gleich geregelt. Ja, heute die schriftliche Abschlussprüfung in der Anästhesie. Ja, und da werde ich dann eben halt so ein bisschen was zu erzählen. Zunächst einmal die Rahmenbedingung. Es ist so, dass auf Antrag der Auszubildenden eine Zulassung gestellt wird auf Abschlussprüfung. Die Zulassung wird meistens in so einem Sammelantrag von dem gesamten Kurs entsprechend dann formuliert und an die Behörde geschickt. Ja, die staatliche Prüfung teilt sich ja auf, einmal in eine praktische Prüfung, in eine mündliche Prüfung und zur mündlichen Abschlussprüfung der ATA und OTA Prüfung habe ich ein Video schon gemacht, das werde ich hier oben einmal verlinken, könnt ihr euch dann im Verlauf anschauen. Ja, die schriftliche Prüfung besteht aus drei Aufsichtsarbeiten, die aufeinander folgen müssen. Das heißt also, die Aufsichtsarbeiten müssen Prüfungstag 1, Prüfungstag 2, Prüfungstag 3, so zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch sein, dürfen nicht jetzt Montag sein, Mittwoch sein und Freitag sein, sondern sie sollen aufeinander folgen. Ja, jeder Prüfungstag beinhaltet eine Zeit von 120 Minuten. Schlechter als ausreichend gilt die Prüfung als nicht bestanden, besser als ausreichend oder ausreichend gilt die Prüfung selbstverständlich als bestanden. Aspekte der schriftlichen Prüfung in der ATA-Ausbildung sind jetzt nach dem neuen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung und dem Gesetz Kompetenzschwerpunkte, die abgeprüft werden. Früher nach der DKG sah das noch ein bisschen anders aus, hat sich ja jetzt verändert. Jetzt sind es Kompetenzschwerpunkte und jeweiligen einzelnen Kompetenzschwerpunkte müssen dann auch entsprechend geprüft werden. Welche Kompetenzschwerpunkte das sind und welche Inhalte möglich sind, die in der schriftlichen Prüfung abgeprüft werden können, werde ich dann im Verlauf aufzeigen und natürlich auch Tipps vermitteln. Jetzt einmal in der Übersicht die Kompetenzschwerpunkte 1, 2. Also an Tag 1 ist Kompetenzschwerpunkt 1, Tag 2 ist Kompetenzschwerpunkt 2 und am dritten Tag können zwei Kompetenzbereiche zusammengelegt werden und entsprechend abgeprüft werden. Das ist der Kompetenzbereich 5 und 8. Ja, kommen wir nun zum Prüfungstag 1. Da habe ich eine schöne Übersicht, einen Spickzettel, den ich mir mal eben hier nutze. Vorher nochmal einen Schluck trinken, weil die Zunge ist trocken und Erkältungszeit haben wir auch. Ja, an Prüfungstag 1, 120 Minuten, soll der Kompetenzschwerpunkt 1 entsprechend abgeprüft werden. Hierzu ist zu wissen, dass jeder Tag mit einer mit einem Handlungsanlass und einer Handlungssituation gestaltet wird. Was bedeutet das? Sie bekommen eine komplexe Fallsituation, die zu dem Kompetenzbereich passt, wo Sie entsprechend dann auch Fragen bekommen mit unterschiedlichen Anforderungsbereichen. Was sind Anforderungsbereiche? Die sogenannten Taxonomiestufen. Also hier gilt es, die Fragen dann auch genau zu lesen. Welcher Anforderungsbereich ist hier tatsächlich gegeben?
Ist es nennen, dann brauchen wir nur aufzählen, einzelne Wörter beschreiben. Ist es erklären, erläutern, dann müssen das schon ganze Sätze sein. Und im Taxonomiebereich 3 ist es Anwendung an die Fallsituation. Und da haben Sie dann in der Regel oben einen Handlungsanlass, eine komplexe Fallsituation, wo Sie dann explizit für diesen Menschen, der da sich in der Anästhesie befindet, dann auch antworten müssen. Ja, der Kompetenzschwerpunkt 1 befasst sich mit berufsbezogenen Aufgaben im ambulanten und stationären Bereich, eigenverantwortlich planen und strukturieren. Das ist ein sehr großer Kompetenzbereich, der auch mit sehr vielen Stunden hinterlegt ist. Falls Sie die einzelnen Kompetenzbereiche und die Inhalte noch mal genauer kennenlernen möchten, habe ich einen neuen Lehrplan entwickelt im Rahmen eines Videos. Ne, der Lehrplan für die neue OTA oder OTA und ATA-Ausbildung. Auch das verlinke ich einmal hier oben, könnten Sie sich dann mal genauer anschauen. Ja, welche möglichen Themeninhalte sind denn hier überhaupt gegeben am Tag 1, 120 Minuten mit einer entsprechenden Fallsituation? Ja, und der Kompetenzschwerpunkt 1 hat diverse Unterpunkte, die hier eben halt berücksichtigt werden müssten und entsprechend dann auch möglich sind. Ja, da gibt es einmal den Bereich der sogenannten Patientensicherheit im operativen, prä-, intra- und postoperativen Bereich, die berücksichtigt werden können. Da kann zum Beispiel ja, das Konzept Team Timeout befragt werden. Was ist ein Team Timeout und ja, wozu ist das sinnvoll, das entsprechend auch umzusetzen? Denn der KS1b ist die prä-, intra- und postoperative berufsbezogene Maßnahmen. Und hier ist ja in der Anästhesie so einiges möglich. Also hier geht es natürlich um Krankenbeobachtung, Patientenbeobachtung. Hier geht es natürlich auch um das sogenannte Monitoring. Was kann abgeleitet werden? Da geht es natürlich auch um Prophylaxen, die eben halt auch umgesetzt werden müssen. Und Wärmetherapie zum Beispiel. Ja, das wären so Möglichkeiten, die hier gegeben sind. Was auch natürlich wichtig ist, wie sieht da im Hintergrund, da habe ich noch so ein ganz altes Narkosegerät. Die meisten werden das wahrscheinlich gar nicht mehr kennen, aber hier gehört es natürlich auch in den Bereich hinein. Wie ist so ein Narkosegerät aufgebaut? Wie ist die Beatmung zu gewährleisten? Was hat das mit dem Atemkalk an sich? Wie ist das mit Gasinhalationsnarkose? Welche Formen der Narkosen gibt es eigentlich? Ja, und da sind natürlich eben halt auch Fragestellungen zu möglich. Der nächste Punkt, auch an Tag 1, was möglich ist, ist postoperative und postanästhesiologische Überwachung. Da haben wir den Bereich Aufwachraum. Und der Aufwachraum ist ja auch in der praktischen Prüfung ein Teil, wo man Kenntnisse erlangen muss. Übernahme aus den OP, postoperative Pflege im Aufwachraum. Wo muss hier genau geguckt werden? Im Rahmen von Vitalzeichen, im Rahmen der Vigilanz, also Bewusstseinslage. Dann natürlich hat so ein Patient auch immer Zuleitungen und Ableitungen, die hier eben halt auch mit berücksichtigt werden müssen. Ja, der nächste Bereich hier wären anästhesiologische Medikamente und Verfahren. Hier ist natürlich auch die Möglichkeit gegeben der Pharmakologie, Sedativa, Muskelrelaxanzen, Analgetika, in welcher Reihenfolge wird was gespritzt, welche Medikamente können als Relaxanz verabreicht werden, welche Vorteile haben diese Medikamente, welche Nachteile könnten diese Medikamente haben und welche Nebenwirkungen und Komplikationen können hier eben halt auch mit berücksichtigt werden. Ja, Vorbereitung anästhesiologischer Maßnahmen. Hier geht es natürlich auch primär um die Einleitung. Was muss da so vorbereitet werden? Wie ist das mit Anatomie, Physiologie? Zum Beispiel, wenn ich mit einem schwierigen Atemweg zu tun habe, welchen Inhalationsnarkose- oder Intubationsmöglichkeiten sind hier dann eigentlich gegeben? Ja, der nächste Punkt an Tag 1, anästhesiologische Maßnahmen in einzelnen Fachbereichen. Ja, das ist dann immer fachbereichsspezifisch, ne? Also wenn wir hier die Fallsituation haben,
in der Viszeralchirurgie zum Beispiel. Oder wenn wir die Situation haben, Notsektio kann auch ein Thema sein. Wo muss man hier konkret drauf achten? Ja, wenn jemand nicht nüchtern ist und den Magen noch voll hat, wie ist denn das hier mit der Einleitung? Also hier geht es denn tatsächlich um fachspezifische Maßnahmen in der Anästhesiologie. Hier geht es natürlich auch darum, zum Beispiel Spinalanästhesie, Vollnarkose, Lokalanästhesie. Was sind da die Unterschiede? Also hier sollte man dann einiges auch berücksichtigen. Ja, dann gibt es Sterilzonen und Strahlenschutz. Und hier geht es dann natürlich primär auch um Strahlenschutzgesetz, Umgang mit Röntgengeräte und so weiter. Wer darf das bedienen? Wann darf man das bedienen und wie sieht es da auch aus mit Strahlenschutz? Nachbereitung anästhesiologischer Verfahren. Ja, Sie haben jemanden eingeleitet, jemand geht in OP. Was muss getan werden, um den nächsten Patienten einleiten zu können? Also Patientenwechsel in der Anästhesiologie und aber auch entsprechend Aufrüstung und entsprechend auch Reinigung von Gerätschaften. Ja, Medizin, Narkose, also medizinisch-technische Geräte sind hier auch nochmal ein großes Thema. Wir haben ja mit ganz vielen zu tun. Also wir haben mit einer Monitoreinheit zu tun. Wir können blutig den Blutdruck messen. Wir können aber auch manuell mit Manschette messen. Wir haben das Narkosegerät, was Sie kennen sollten. Dann haben SaleSafer zum Beispiel, haben wir die Möglichkeit. Also es gibt unterschiedliche Medizinprodukte, Geräte. Hier ist natürlich auch die Frage, wobei das könnte in einem anderen Fachbereich, nämlich Gesetze, noch mit aufkommen. Wann darf man diese Geräte eigentlich überhaupt bedienen? Ja, Blutgasanalyse, Blut-BGA-Automat wäre ja auch noch so ein Thema, womit man entsprechend denn zu tun hat. Ja, dann gibt es dann auch noch anästhesiologische Verfahren in anderen Versorgungsbereichen, wie zum Beispiel in Ambulanzen, in der zentralen Notaufnahme oder in Funktionsbereiche, ne, Endoskopie, Intensivstation, Ambulanz. Hier können eben halt auch entsprechend Themeninhalte sein. Zum Beispiel in der Endoskopie, wie wird da eben halt die Narkose umgesetzt und entsprechend der Patient in der Narkose überwacht. Ja, und zu guter Letzt in den Kompetenzschwerpunkt 1 ist Übergabe, Übernahmegespräche und Dokumentation von eben halt also prä-, intra- und postoperativer Versorgung. Wie kann da entsprechend in der Anästhesie dokumentiert werden? Ja, wer schreibt, der bleibt. Das zum Kompetenzschwerpunkt 1 an Prüfungstag 1 der schriftlichen Aufsichtsarbeit. Die einzelnen Unterpunkte und die einzelnen Themeninhalte, die ich Ihnen hier formuliert habe, sind exemplarisch möglich. Das heißt nicht unbedingt, dass es definitiv auch entsprechend drankommt. Genau, am Prüfungstag 2 auch hier wieder 120 Minuten. 120 Minuten, auch mit einer komplexen Fallsituation, woran Sie sich orientieren müssen und gegebenenfalls auch fallorientiert arbeiten müssen, sind der Kompetenzschwerpunkt 2 und die Themeninhalte möglich. Ja, und beim Kompetenzschwerpunkt 2 ist das medizinische Diagnostik, Therapie, Mitwirken, ärztliche Anordnung eigenständig durchführen. Früher nach der DKG gab es so berufsspezifisch und Berufsfachkunde. Das wurde so differenziert. Jetzt sind das hier eben halt die Kompetenzschwerpunkte. Was kann hier möglich sein im Kompetenzschwerpunkt 2? Gucke ich mal wieder auf meinen kleinen schlauen Zettel. Diagnostik haben wir gesagt, Therapie haben wir gesagt, Anordnung, ärztliche Delegation, Mitwirken und Durchführen. Ja, medizinische Diagnostik und Therapie ist hier ein Unterpunkt. Was ist hier durchaus möglich? Hier ist Krankheitslehre möglich. Natürlich Krankheitslehre. Hier ist natürlich auch Anatomie, Physiologie möglich. Dann ist hier möglich Labordiagnostik, genau, wenn Sie loslaufen zum Beispiel
und BGA machen oder eben halt HB prüfen müssen wegen Blutungssituation und so weiter, sollten Sie sich denn schon mit Laborparameter auseinandersetzen. Was ist hier auch möglich? Sie sollen natürlich ein EKG auch ein Stück weit lesen können. Was ist eine physiologische EKG-Ableitung? Sinusrhythmus? Was sind Rhythmusstörungen? Wie kann man die erkennen? Vorhofflimmern, Vorhofflattern, AV-Block ersten, zweiten, dritten Grades. Also hier sollte man ein EKG, was ist physiologisch und was ist pathologisch verändert, entsprechend auch umsetzen können und natürlich auch schreiben können, anlegen können. Des Weiteren ist Zugänge ist hier ein Thema, aber auch Blutentnahme ist hier ein Thema. Ja, da üben wir hier immer fleißig. Ich habe hier so einen Arm liegen. Die Venen können gefüllt werden mit Kunstblut. Dann kann man hier auch stauen und lernen, eben halt einen Zugang zu legen und auch Blut abnehmen zu können. Ja, ärztliche Anordnung durchführen, habe ich schon gesagt. Blutentnahme ist ein Thema. Injektionen sind ein Thema. Denn häufig sagt der Arzt ja auch in der Einleitung an, wie viel Propofol sie geben sollen, denn pro Körpergewicht und so weiter. Oder ja, Relaxanz oder Analgetika. Hier ist es aber auch thematisch möglich, eben halt dann Infusion auch vorzubereiten. Sie haben ja hier auch mit Spritzenpumpen zu tun. Hinter mir so eine ganz, ach so rum, ganz alte Apparatur, Infusomaten, Perfusoren und Aufziehen von Perfusoren. Ja, dann ist im Kompetenzschwerpunkt 2 ist die Schmerztherapie auch ein Thema. Hier sollte man sich mit dem Stufenschema der WHO zum Schmerzmanagement und Schmerztherapie gut auseinandersetzen. Welche alternativen Möglichkeiten gibt es aber auch zu Medikamente, wie Positionierung, Kühlung, also physikalische Anwendungen in Zusammenarbeit zum Beispiel mit Physiotherapie? Dann geht es auch um Transporte. Das ist ja immer mit den ganzen Kladderadatsch, sage ich immer so schön, was man so am Bett hat. Ne, wenn jetzt zum Beispiel aus dem OP in den Aufwachraum oder aus dem OP zu bildgebenden Verfahren, CT, oder aus dem OP zur Intensivstation. Hier muss gegebenenfalls auch mit Beatmung auf dem Weg von nach eben halt entsprechend das umgesetzt werden. Wie lange hält denn so meine Sauerstoffflasche am Oxylog? Na, also das muss man ja schon berechnen. Komme ich da gut an aus dem OP? Das heißt also hier bei dem Kompetenzschwerpunkt 2, Intra- und Interhospitaltransporte klingt ganz schön, aber das ist damit letztendlich auch gemeint. Genau, und dann eben halt weitere Krankheitslehre durchaus möglich zu speziellen Themen. Aber auch Anatomie, Physiologie. Ne? Also wenn Sie bei einer Spinalanästhesie eben halt auch assistieren, dann sollten Sie auch wissen, wo eben halt der Mediziner mit seiner Nadel entsprechend denn sitzt und in welchem Raum. Ja, Kompetenzschwerpunkt 2 an Prüfungstag 2, 120 Minuten gilt es hier zu bearbeiten. Genau, und der Prüfungstag 3 hat zwei Kompetenzschwerpunkte, die zusammengelegt sind. Und hier gehe ich auch jetzt nochmal gesondert drauf ein, was hier an Tag 3 anästhesiologisch eben halt möglich ist. Ja, die Kompetenzschwerpunkte an Tag 3 ist Kompetenzschwerpunkt 5 und der Kompetenzschwerpunkt 8. 5 beschäftigt sich das eigene Handeln an rechtlichen Vorgaben und Qualitätskriterien ausrichten. Das heißt also, wir haben hier an Tag 3 ist Rechtskunde, Qualitätsmanagement im operativen Bereich und der Kompetenzschwerpunkt 8 ist hygienische Arbeitsweisen umfassend beherrschen und beachten. Also der ganze Komplex der Hygiene. Das ist am Tag 3 entsprechend dann auch ist auch umzusetzen. Ja, kommen wir mal zu Möglichkeiten und Tipps zum Kompetenzschwerpunkt 5, rechtliche Vorgaben. Ja, da gibt es ja unterschiedliche rechtliche Vorgaben, ne, wie zum Beispiel Patientenaufklärung und so weiter. Da geht es dann auch um
Delegation, durchführende Verantwortung, ja, überhaupt Verantwortungsbereiche. Dann geht es auch natürlich um das Gesundheitswesen, ne, Krankenversicherung, Krankenhausfinanzierung, Personalbemessung, kann hier thematisch inhaltlich möglich sein. Qualitätsmanagement, PDCA-Zyklus wäre hier gegeben und vielleicht möglich, aber auch die Dokumentation, ne, konkret das alles aufzuschreiben. Hier geht es aber auch um Datenschutz und nicht nur Datenschutz, sondern kann auch um Schweigepflicht gehen, denn Sie haben im medizinischen Beruf ja auch Schweigepflicht. Das so der Bereich der Rechtskunde. Kommen wir nun zu dem Bereich der Hygiene. Und ja, da geht es natürlich um die allgemeine Krankenhaushygiene, wie Handhygiene, persönliche Schutzausrüstung, wie ist das in der Schleuse, wie kommt man aus seiner Straßenbekleidung in die Dienstbekleidung. Ja, Hygienerichtlinien, da geht es natürlich auch um hygienische Arbeitsweisen. Wie findet die vollständige hygienische Händedesinfektion statt? Wozu ist die wichtig? Wie sieht es aus mit der Hautdesinfektion bei Injektionen oder auch Braunmühlen? Umgang mit Sterilgut, ne? Wir haben ja auch hier mit ja, Sterilsachen zu tun. Wie gehe ich damit eigentlich um? Wie gehe ich mit den Schläuchen um? Mit dem Sauerstoffreservoir zum Beispiel. Ja, das sind so Themenbereiche Sterilgut, Versorgung und Umgang. Ja, denn Arbeits- und Infektionsschutz ist auch nochmal thematisch durchaus möglich. Sie haben sich mit einer Kanüle gestochen. Wie gehen Sie damit um? Oder Sie haben sich verletzt im OP. Ja, welche Möglichkeiten sind da gegeben? Dann geht es aber da auch so ein bisschen darum, Arbeitsschutzgesetz, Richtlinien. Ja, es sind schon so einige Themen. Naja, es ist ja auch eine staatlich anerkannte Ausbildung, die über 3 Jahre geht und dann entsprechend mit 3 Aufsichtsarbeiten die staatliche Prüfung mit abschließt. Na, wir haben eine mündliche. Wie gesagt, hierzu habe ich schon ein Video erstellt. Jetzt haben wir hier die schriftliche Prüfung im Bereich der ATA-Ausbildung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen eine Unterstützung anbieten. Ich konnte Ihnen ein paar Tipps geben, welche möglichen Themeninhalte zu den jeweiligen einzelnen Prüfungstagen in der ATA-Abschlussprüfung denn entsprechend auch möglich sind. Ja, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und wünsche Ihnen viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute.